Am sechsten Sonntag im Jahreskreis geht es in der ersten Lesung und im Evangelium um Aussatz, eine damals und auch sehr lange noch unheilbare Krankheit. Heute nennen wir sie Lepra. Zu den fürchterlichen Schmerzen und Verstümmelungen kam damals auch und in vielen Ländern der Welt, auch noch bis vor gar nicht so langer Zeit, vor allem die soziale Isolation dazu. Wir hören in der ersten Lesung aus dem Buch Levitikus: Solange das Anzeichen an ihm besteht, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert werden. Außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Diese soziale Isolation war meistens noch schlimmer als die Krankheit selbst. Und das erleben wir auch heute. Man könnte auch lesen, solange er positiv getestet ist, ist er unrein. Er soll abgesondert werden. Ja, wir leben heute auch in einer Zeit, wo dieser Aussatz überall unter uns ist. Und auch wie damals ist das eigentliche, das große Problem nicht so sehr die Infektion, die Krankheit, sondern die soziale Isolation, sehr euphemistisch Social Distancing genannt. Eine Freundin von meiner Frau hat erzählt, dass ihr Enkelkind zu Besuch war und in der Freude über diesen Besuch dem Opapa ein Busserl ins Gesicht gegeben hat. Und dann hat sie plötzlich angefangen zu schluchzen und zu weinen und zu heulen und war nicht zu trösten. Und man hat sie gefragt, ja Kind, was ist denn mit dir? Und sie hat gesagt, ich habe dem Opa ein Busserl gegeben, jetzt muss er sterben. Ist das nicht furchtbar? So weit sind wir gekommen. Aber es gibt Rettung und ich rufe jetzt niemanden dazu auf, die Corona-Regeln zu durchbrechen, weil das darf ich nicht und daher werde ich das auch nicht tun. Aber die Rettung liegt ohnehin nicht in der Hand von uns Menschen. Das Evangelium sagt uns an diesem sechsten Sonntag im Jahreskreis: In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihm um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich wieder reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Das noch größere Wunder als die Heilung selbst ist, dass Jesus diesen Mann, der ausgestoßen war, berührt hat. Er hat die Distanz, die verordnete Distanz zwischen dem Aussätzigen und sich selbst überwunden. Er hat ihn berührt und hat damit ihn nicht nur äußerlich berührt, sondern sein Herz, sein Wesen, seine Seele berührt. Und der Mann ist tatsächlich von innen heraus wieder heil, wieder ganz geworden. Wenn wir wollen, dass wir wieder heil werden, wieder ganz werden, auch als ganze Gesellschaft wieder heil werden, so wie uns das wünschen, dann sollten wir uns nicht auf Regierungen, auch nicht auf Impfstoffe verlassen, auch wenn es gut ist, dass es die gibt, sondern die einzige Rettung, die einzige Heilung kommt immer nur von Gott. Bitten wir Jesus Christus, dass er uns berührt, dass er uns angreift, in seiner ganzen Zärtlichkeit, wie Papst Franziskus immer wieder so schön von der Zärtlichkeit Gottes spricht. Ja, er ist zärtlich. Er will uns streicheln. Er will uns berühren. Er will uns an sich drücken. Er will unser Herz trösten und uns wieder heilen und ganz machen. Wenden wir uns in dieser schweren Zeit des Aussatzes, des Social Distancing, wenden wir uns an Jesus. Jesus heilt uns. Jesus hilft uns. Jesus nimmt uns in die Arme und macht uns ganz.